Scheiße, ich hab vergessen, was wir trinken sollen. Übel smart. In der letzten Folge. Achso, Peter, der sagt, in der letzten Folge muss nicht Zusammenfassung machen und ich bin immer befreit. Was? Du musst Zusammenfassung dann machen. Ich mein Internet laggt. Nicht! Es gibt. Warum holt er sich jetzt eigentlich Bier, wenn ich Zusammenfassung mache? Wo ist da der Sinn in der Zusammenfassung? Die ist ja nicht für die Spieler. Achso. Aber ich bräuchte die Zusammenfassung. Na, dann gibt da mal eine. Hm? Na los. Also letztes Mal, da bin ich umgezogen. Ohne dass es irgendwer wusste. Ich hab, also soweit ich weiß, ich hab hier David angerufen. Dann kam der rüber. Dann haben wir da mit seinem Mietwagen, Leihwagen, whatever, haben wir irgendwie den Kram halt rüber buxiert. Dann öffnete sich mein Keller zu einem finsteren Ort an einer Klippe mit einem großen Baum. Dann hat mir David die Freistadt gezeigt. Wir sind auf einer Nussschale am Schrimperium vorbei und so. Genau, und dann kam da dieser Typ mit den Spiegelaugen. Dieser, von dem ich noch den Namen weiß, ne? Der Dude. Der Dude kam dann und hat seine übel krassen Skimuskeln spielen lassen. Hat erstmal übel eingeschüchtert, genau. Damit sind wir wieder zurück. Und David und ich hatten uns diverse Male darüber unterhalten, ob er jetzt wirklich da den Mentor machen soll, aber irgendwie finde ich alle anderen Optionen kage, deswegen. Da hast du noch Gastgeschenk bekommen von Herrn Satt und Miri Ameson. Stimmt, oh, das, da kam ja noch was. Der Traum. Stimmt, der Traum. Der Alttraum. Genau. Da war ich halt in einem Theater und dann sind da abgefuckte Dinge mit Schatten passiert. So Spaltungen und ein Saartür, der angelaufen kam und dann aber irgendwie zu spät war, ne? Jo, und dann haben die Schatten und die Sonne gleichzeitig versucht, mich umzubringen und ja. Es waren nicht die Schatten, die versucht haben, dich umzubringen. Das war ein anderer Ficker. Ach so. Die Schatten sind ja generell bei dir meistens cool. Ja, eben. Ja, aber die Sonne hat versucht, dich umzubringen und der andere Ficker, das stimmt. Dann eben der Typ mit den Schatten hat versucht, mich umzubringen. Es waren keine Schatten, es war ein Nichts. Dann eben nichts. Nichts ist viel schlimmer als Schatten. Mhm. Viel Spaß und Leute, geil. Was ist denn das hier für ein Benehmen? Scheißfein! Was war das letzte? Was haben wir überhaupt für einen scheiß Tag? Sauerkirschen. Sauerampfer. Das passt doch überhaupt nicht. Wieso haben wir Freitag? Doch, das könnte passen, ne? Recording. Hi, Flummi. Ja, super, dann kann Flummi ja gleich die Zusammenfassung machen. Läuft. Ruhe, es ist fürchterlich laut. Ich muss erst leiser machen. Du musst vor allem dein Mikro näher rannehmen. Das Freitag ist also, sagt er. Offensichtlich. Natürlich. Zum einen. Deli. Ja. Deli, du wolltest irgendwas. Hast du angedeutet. Bei der Baroness. Da will ich demnächst mal hin, ja. Wieso? Ich meine, es ist so, dass die ja jetzt häufiger mal in Halle ist und da sogar ab und zu übernachtet. Und der Gossenklatsch sagt dir, dass sie jetzt wieder erstmal ein paar Tage hier sein wird, weil die Verhandlungen natürlich straff vorangehen, wie sie das die ganze Zeit hatten. Und sie residiert dann immer, das ist zu viel gesagt, im Hotel am Steintor. Das ist jetzt, also normal, es ist jetzt kein sonst wie Vier-Sterne-Hotel, sondern es ist so ein Altbau, so pensionshaft fast.
Also jetzt nicht so extrem teuer und alles. Die residiert in einem Menschenhotel, wenn sie in unserer Freistadt residieren könnte? In der Freistadt vom Grafen? Weiß nicht, ob der dir die ganze Zeit eingeladen hat, müsstest du sie fragen. Nee, ich meine, in der freien Freistadt. Jo, das kommt gut. Ich könnte mir fast vorstellen, verschiedene Leute könnten das als Expansionswunsch betrachten. Ja, gut, das stimmt allerdings. Naja. Witzig. Also sie ist auf jeden Fall in so einem hässlichen Hotel, sagst du. Motel. Stundenhotel. Na, das ist nicht direkt. Also das ist jetzt auch zu wenig gesagt. Das ist schon ein einigermaßen feines Ding, aber ja. Was heißt einigermaßen fein? Das ist normal halt, ne? Na dann. Da weiß ich ja, wo ich sie finden kann. Dann würde ich mal sagen, ich habe da so eine Tasche vorbereitet. Du erinnerst dich an das unwahrscheinlich tolle Robbenfell und so? Klar. Na siehste, ist ja vorbereitet, deswegen. Dann könnte ich da theoretisch. Was wollte ich nochmal von der? Was wollte ich denn von der? Also ich will verschiedene Dinge. Also A will ich ihr meine Tasche geben, weil das habe ich hier versprochen. Und B möchte ich Dinge erfahren, aber diese Dinge sind, die wollte ich nicht sie direkt fragen. Helfen mir mal jemand auf die Sprünge, ich bin gerade voll verwirrt. Du weißt nicht mehr, was du letztes Mal hier dein Herr. Mein Herr, gesagt. Ja, mein Herr hat mir Aufträge gegeben, aber er hat gesagt, er soll das nicht sie fragen. Ja. Du hast nur gesagt, du willst zu dir, also. Es hilft. Ja, ja. Also, ich wollte sowieso nach Leipzig wegen genau dieser Dinge, aber da, wenn sie ja hier ist, ist sie ja nicht in Leipzig, weißt du? Test 1, 2, 3, versteht man mich jetzt besser? Sehr gut. Ja. Okay. Wunderbar. Die wird nicht alleine sein. Die hat garantiert Leute dort mit einquartiert, wenn du da direkt rangehen willst. Ansonsten, ja. Ansonsten ist es natürlich so, dass wenn sie jetzt nicht in Leipzig ist, du auch nicht vermutlich in Leipzig eingelassen wirst am Hof. Ja, am Hof auf jeden Fall nicht. Das ist richtig. Jedenfalls nicht ohne guten Grund. Das stimmt. Das macht das Ganze. Ich wollte sowieso erstmal mit meiner lieben Freundin darüber sprechen, weil die weiß nämlich bestimmt auch Dinge und die kennt ein paar Leute in den unteren Hierarchieebenen. Ich kenne ja nur die hohen Tiere. Wer ist denn deine liebe Freundin? Wer wohl? Ich weiß es nicht. Seine Mentorin, du Affe. Was? David hat keine Mentorin. Eben. Du bist nicht meine Mentorin. Nein, aber... Du sprichst von Sophia als seiner lieben Freundin. Ja, ja. Ach so, er redet von Sophie, okay. Meine Mentorin, die du meinst, wäre dann, wenn überhaupt, ein Mentor, weil der war nämlich männlich, der Typ, der mir was beigebracht hat. Das andere war jetzt ja nur meine Gönnerin. Die Baroness. Ich dachte, du meinst diese Stua, das wäre eine Frau, diese Schmiedin. Ja. Was? Das war ein Kerl. Nein, das war eine Frau. Oh, okay. Ich habe einen falschen Kopf gehabt. Ach Gottchen. Ey, weißt du, wie lange das her ist? Sehr lange her. Ja, und mit der muss ich auch noch. Ich habe immer noch keinen Hochofen, verdammte solche. Hast du nicht, nee. Aber ich glaube, es ist ein neuer Monat jetzt, ne? Ist es, warte. Ist es sogar. Willst du mal deine losschicken, sagst du? Ja, sicher. Also, wenn Sophie nichts dagegen sagt. Ach, die wird nicht gefragt. Nö, mach. Die ist nicht da. Top. Scheiße, ich hab vergessen. Ja. Eine Sekunde. Beziehungsweise kannst du mir sagen, wie viel Punkte ihr im Reichtum des Imperium hattet? Ich glaube noch nur einen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ich prüfe das.
Wohlstand des Imperium heißt natürlich, verzeih. Eins, ja. Ist mittlerweile unser Wächter eigentlich auf 3? Wegen dem... Habt ihr es gesteigert? Nö, aber ich dachte wegen der Mume. Ja, meinetwegen. Ha! Okay. Guck mal hier habe ich sogar raufgeschrieben, wie viele Erfolge ich noch brauche. Ha! Hast du? Ja! Ja, wie viel denn? Noch 2 Erfolge. Siehst du, ich hatte noch 3 im Kopf. Siehst du mal, es ist nur noch einer. Yay! Also sie bringen dir noch ein paar Teile und den Rest, sie bringen dir die Teile, die verschwunden sind, natürlich noch nach, letztes Mal. Ja, ja, also. Jetzt, wo du es wiedergefunden hast, habe ich da nichts gegen. Du sagst also, du willst mit Sophie quatschen darüber? Naja, es ist hilfreich, ne? Sie kennt die ganzen tollen Wächter des Hofes, also von daher. Hä? Naja, die Rutkam. Eine, und der ist kein Wächter mehr. Das weiß David ja nicht. Eben. Glaube ich. Woher soll ich das denn wissen? Überleg dir erstmal, ich mache einfach mit Rasmus weiter. Top! Rasmus. Ja. Es sind ja jetzt 1-2 Tage vergangen. Weißt du, was das Wunderlichste, das Schönste, das Bezauberndste und das Abenteuerlichste am Feendasein ist? Nein, aber genau, ich denke... Wäsche waschen. Danke. Es verhält sich so. Das Einzige, was du, wie gesagt, nicht hast, ist eine Waschmaschine. In deinem Mietvertrag steht, wo, also ein spezieller Waschsalon, der so ungefähr 10 Minuten Fußmarsch entfernt ist, wo du, war es kostenlos? Ja, ne? Kostenlos, du das machen kannst. Dann werde ich das natürlich in Anspruch nehmen. Geil. Waschsalon selbst ist von außen nichts Besonderes und von innen riecht er immer noch ziemlich penetrant nach Keksteig. Es steht nur noch eine einzige Waschmaschine da. Das Schild mit dem Waschsalon wurde zur Hälfte abgerissen oder abgeschraubt. Das sieht aber eher aus wie abgerissen. Das heißt, zurzeit ist es nur noch ein Wasch. Und anstelle der ganzen Waschmaschinen dort gestanden haben müssen, siehst du jetzt zum Beispiel eine Hantelbank und irgendwelche anderen Fitnessgeräte und eine relativ breitschultrige Satyrette trainieren. Ich glaube, ich hatte sie als Kugelstoßermodell irgendwie bezeichnet, ne? Ich habe bestimmt auch noch mehr aufgeschrieben, aber ich finde es jetzt so schnell nicht. Auf jeden Fall stemmt die da gerade monströses Gewicht. Ja. Legt es dann ab, steht auf. Willkommen in deinem neuen Leben. Ich bin Steffi. Hallo Steffi. Und du wohnst da jetzt dort, ne? Ja, ja. Ansonsten verpisse dich. Gut, hast gesagt, ja, ja. Denn da ist die Waschmaschine. Bei Beschwerden David, der repariert das Ding und außerdem hat er sie ausgewählt. Ich wollte noch irgendeinen Zettel ausdrucken, den du unterschreiben musst bei Sockenverlust, damit mir nicht wieder jemand rumheult, aber habe ich dann keinen Bock gehabt. Na, Sockenverlust, die schluckt Socken. Denk bitte nochmal drüber nach. Hä? Wieso denn? Trägst du keine? Also ist das jetzt hier der Waschsalon für... OT jetzt, ne? Ob das Ach so, das ist ein normaler menschlicher Waschsalon. Ach so, ja, dann natürlich schon. Ich hätte da jetzt gar was falsch verstanden. Ach so, nee, hier, was trägt dein Charakter jetzt für Schuhe? Ich glaube, wenn er rausgeht, wird er sich den Schmerz geben. Du trägst jetzt keine Socken, weil du gerade frisch bist, sagst du. So, das wichtigste Problem der Satyr mit Schuhen. Das sind eigentlich schon gute Schuhe, die du trägst. Du brauchst hohe Schuhe meistens und feste Schuhe, die den Knöchel halten. Denn der Huf, den du ja auch hast, der hält halt in so einem Turnschuh jetzt echt schlecht. Deswegen machst du es richtig und du gewöhnst dich an die Schmerzen, beziehungsweise die gehen weg. Das braucht ein paar Tage, vielleicht eine Woche. Ja, gut. Also ich denke, er hat ja sowieso relativ festes Schuhwerk gehabt, ob seiner
Kleidungsrichtung. Mhm. Erste Stiefel. Daran dachte ich jetzt auch. Genau. Und dann wird es sich wahrscheinlich einlaufen. Ja. Also, wenn das hier natürlich hier für die. Die Feenkleidung muss nicht gewaschen werden, habe ich jetzt rausgehört hier. Ja doch, also, ich jetzt nicht so häufig, aber das kommt drauf an. Ich glaube, bei dem Haus, wo du bist, wird es so sein, dass du das vermutlich einfach in deinen Kellerraum da hängst und dann wird das wieder einigermaßen frisch sein nach einiger Zeit. Okay, gut. Ansonsten hast du doch ein Heinzelmännchen im Haus und das musst du schön ausnutzen. So, sagst du, Wäschekorb nach draußen stellen, mache ich morgen. Und dann legst du da noch ein Ferrero-Küsschen hin. Bei einem Heinzelmännchen ist ganz wichtig, dass du immer die Grenze hältst zwischen ausnutzen und so tun, als wärst du freundlich. Das merke ich mir. Gut. Sehr gut. Dann hätte ich natürlich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Korb ist blöd, ne? Aber irgendwie ein Rucksack oder so voll oder eine Reisetasche voll Schmutzwäsche mitgebracht. Auf dem Regal ist Pulver und so ein Gerumse. Dann würde ich waschen. Und wie lange bist du jetzt schon in besseren Umständen? 3-4 Tage sind es jetzt, ne? Ja. Ja. Richtiges Frischfleisch. Und wann musst du dich am Hof vorstellen? Hast du schon einen Termin? Das steht noch aus. Das steht noch aus. Ja, nahe Zukunft, ne? Hab ja gehört, Olga ist wieder frei als Mentorin. Das wäre natürlich was, ja, was nee, man sich also, sichern müsste. Hier, mein Mentor habe ich schon. Alles gut. Wie? Also gefunden, so. Er wird ja zugeteilt. Ja. Ja. Ja, mal gucken. Geheime Intrigen hinter dem Rücken des Grafen. Bestimmt nicht. Langweilig. Hättest du nicht ja sagen können, auch wenn es falsch gewesen wäre? Das hätte ich, aber... Das ich hätte es bestimmt nicht weitergesagt bis heute Nachmittag. Siehste, da liegt er also im Pfeffer. Vertraust mir wohl überhaupt nicht. Nach der Aussage? Doch, na klar, mein Leben. Ja, geil. Wie lange dauert denn hier so ein Waschgang? Der dauert so lange, wie sehe ich aus, als würde ich irgendwie Ahnung haben, Junge. Ja, du scheinst hier ja irgendwie. Wie gesagt, das ist schon nur noch ein Wasch und irgendwann kümmere ich mich darum auch noch. Das dauert so lange, da hinten sind Bücher, die kannst du dir nehmen. Du kannst dich sonst wie beschäftigen, du könntest auch, so wie ich mir das angucke, ruhig mal da drüben in die Beinpresse gehen und da mal ordentlich was nachlegen. Ja, das könnte ich machen, allerdings könnte ich es halt auch lassen. Das ist nicht ganz falsch. Also das Ding heißt nicht umsonst Beinpresse. Man sagt ja auch nicht, ey, Zitrone, geh mal in eine Zitronenpresse. Das ist... Nee, das kann sich doch nicht jedem Druck ergeben. Muss halt dagegen schieben. Naja. Ja gut, aber... Ich muss mir ja jetzt auch nicht willentlich Schmerzen zufügen. In der Beinpresse! Nee, aber so ein bisschen wenigstens. So ein schönes Brennen im Oberschenkel hat wirklich noch niemandem... Naja, hat selten geschadet. Ich geh auch nicht in den Knochenknacker. Hättet, aber das ist doch ein normales Fitnessgerät. Allein schon der Name. Du sagst also, du willst eine Schande für unser Kiff sein. Oh, kiffen würde ich auch mal ganz gerne wieder. Kiff ist die Gemeinschaft aller Satyren zum Beispiel. Ach so. Willst du also eine Schande für unser Kiff sein? War das ein Antrag? Ja, ich will. Ich schätze einen jungen Mann, der weiß, was er will. Das ist in Ordnung. Großartig. Was habt ihr denn hier für Literaturwerke?
nettes, meine bescheidenen Bücher, also ist da nichts dabei, was irgendwie jetzt was Besonderes ist. Alles, was man irgendwo auf irgendwelchen kleinen Flohmärkten und so zu finden war oder wenn die Bibliothek was abgegeben hat, habe ich mir einfach alles gegriffen. Man weiß ja nie, wenn es einen packt. Also das wird, ne? Irgendwas Illustriertes? Ja, bestimmt Kinderbücher. Ich rede nicht von Pixie-Heften. Na, weiß ich nicht. Ich habe bestimmt nichts Illustriertes. Ach Mensch. Manchmal gibt es bei den alten Dingern noch so coole Illustrationen drin. Achso, so alte Sachen werden ja nicht weggegeben meistens. Na, ich meine jetzt nicht selbstgemachte, sondern so vom Verlag halt so mit rein. Weißt du, was ich meine? Guck halt durch, du findest vielleicht was. Ja, ich guck durch, ich habe ja sowieso nichts zu tun, außer der Waschtrommel beim Drehen zuzusehen. Würde ich nicht empfehlen, das ist echt kein schönes Gefühl. Ich habe gehört, das beamt dich in eine andere Welt. Nur wenn du vorher schon quasi Energie ins Beamgerät eingelegt hast, sag ich mal. Es gibt kaum etwas Berauschenderes als den Kristall. Kaum etwas Berauschenderes als einen Waschgang. Ja, nee. Außer vielleicht Rauschmittel. Wir kommen der Sache näher. Gut, ich werde dann mich mal bei den Büchern umgucken. Du kannst ja weiter in die Beinpresse gehen. Mach es auch. Perfekt. Sie legt sich in die Beinpresse und schiebt die Wichte weg. Das nach, nach einige Zeit des Suchens, ist nicht direkt Schund, aber ich meine, das, was weggegeben wird halt, ne? Wird sie dann erstmal aufhören, sich hinsetzen, sich schön mit dem Handtuch den Nacken abtropfen. Ja, hier wegen berauschend, naja. Bist du vielleicht erstmal in den nächsten ein, zwei Wochen ein bisschen vorsichtig. Naja. Naja. Manche Leute sagen ja, der Alkohol führt zum Kontrollverlust. Das finden manche gut und das finden manche schlecht. Und jetzt ist es halt so, dass du als Satyr ein bisschen mehr Kontrolle verlierst. Und das ist zwar immer gut, aber gefällt dir am Anfang vielleicht nicht. Vielleicht, ja. Ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ist halt auch ein bisschen geil. Ja, kurz nach meiner Verpuppung, als da irgendwie jemand ankam und sagte, möchtest du nicht vielleicht ein Bier trinken, erstmal auf den Schocker, habe ich gesagt, ja. Und dann nach nur 10 Bier kam ich auf die glorreiche Idee, den Glockenschlägel von der Kirchglocke mit Blisterfolie auszukleiden oder richtig zum Runden, mehrmals, häufig, sehr häufig. Das ist schon echt gut. Das stimmt, aber auch sehr hoch. Da sind ja meistens enge, dünne Leiterchen. Ich hatte frische Hufe. Ah, ja, ich glaube, ich erkenne das Problem. Eins gehört zum anderen und ich bin wirklich froh, dass ich weich gelandet bin. Der Typ war nicht ganz so erfreut. Der ist jetzt nur aus der Schnabeltasse, oder? Nee. Der ist gestorben. Ah! Das ist, Nee, der hat mich aufgefangen, aber ich bin ihm volle Bude mit dem Huf auf den Zeh gelatscht und der war mehrmals gebrochen und der ganze Fuß gleich mit und ja. Na gut. Das ist ja wohl das am wenigsten Schlimmste, was daraus hätte resultieren können. Es hätte schlimmer kommen können, aber trotzdem war es nicht besonders cool. Aber eine witzige Geschichte. So ist es. Und ich bin der Meinung, dass ich das irgendwann noch vollenden muss an irgendeiner Glocke, aber es ist so ein bisschen kompliziert. Hast du jetzt Hausverbot in der Kirche, oder? erstens, die meisten heute, es geht häufig. Also bei den großen Kirchen, die ja meist eher so Touristenattraktionen sind, merkst du es nicht, aber in den kleineren Kirchen, die wirklich für den Gottesdienst zusammenkommen, ist Banalität ein Problem. Und dann ist das viel größere Problem. Das alles entscheidende Problem ist halt, du hast einen Haufen Knister vor dir, ne? Und dann sollst du die da drum machen.
Aber du möchtest dich eigentlich vorher hinsetzen und jedes einzelne Duftbläschen poppen. Und der Drang ist dem schwer zu widerstehen. Das geht aber nicht, das macht so den ganzen Effekt kaputt. Der Witz ist doch, dass wenn das dann schlägt, dass dann im Prinzip da die ganzen Dinger poppen. Ja, aber dann liegt die da und dann tust du die in eine Kiste und dabei aus Versehen ploppt's einmal und du denkst dir, das soll ich gar nicht so cool finden, ich bin ja kein Kind. Oh, schon wieder. Und nimmst du das nächste Mal Pappmaché? Hm. Vielleicht. Vielleicht kaufe ich mir auch 47 Silikonspritzen. Oder du hängst an die Glocke einen Farbeimer. Und wenn das dann anfängt zu schlagen, dann ich würde dich also irgendwann mal in die Beratung mit einfließen lassen und dann machen wir das gemeinsam. Mhm. Ja, aber da vorher machen wir hier noch was fürs Kiff, ne? Na, ich schon, ja. Er deutet eine Raucherpose an. Ach so. Weiß ich. Nee, ich werde nur saufen. Kannst du machen, aber ich werde nur saufen. Du wirst nicht nur saufen, wenn ich es dir anbiete. Natürlich werde ich das dann in dem Moment. Weil das Ding ist, das Ziel ist wichtiger als der Rausch in dem Moment. Der Rausch, der dann vom Erreichen des Ziels kommt, wird mir wichtiger sein. Und wenn ich kiffe, dann sehe ich doch einfach, wie ich dann sage, jetzt gehen wir auf jeden Fall los und wir könnten aber noch kurz hier sitzen bleiben. Und dann 3 Stunden später denke ich mir, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Verstehst du? Hm. Dann ist das halt eher was für getane Arbeit, ja. Zum Beispiel, ja. Ja, perfekt. Gut. Also, sammelst du Bücher oder denkst du dir halt wirklich einfach nur, oh, komm, kann man mitnehmen oder? Na, es ist ja so, Bücher enthalten, wie es, das klingt jetzt ein bisschen einfach, aber du weißt ja nie, wann du es brauchst. Du weißt nie, wann du glänzen kannst oder was nachgucken musst. Das heißt, jedes Buch ist potenziell sinnvoll. Mhm. Und wenn es dir jetzt aber umsonst gibt oder auf dem Flohmarkt schlecht beobachtet, dann bietet sich ja die Möglichkeit, potenziell was auf Lager zu haben. Ja, und da brauchst du Nils Holgersson auf Altdeutsch. Kannst du mir erklären, wie ich mal Nils Holgersson nicht gebrauchen könnte? Jederzeit. Und das war die Antwort. Wer unterrichtet mich, wie ich mich verhalte, wenn riesenhafte Gänseviecher auf mich zukommen und mich mitnehmen wollen? Ich denke, das ist dann Intuition. In dem Fall. Ja, möglich. Also ich glaube, dass auf sie drauf springen und mit ihnen fliegen nicht der richtige Lösungsansatz ist. Moment. Weiß ein bisschen bist du in deinem Leben schon mal geflogen? Ja, halt mit dem Flugzeug. Das zählt doch nicht, das ist doch wie Autofahren. Das bin ich auch schon. Ja, aber bist du in deinem Leben schon mal geflogen? Selber. Ich bin wo rausgeflogen? Das zählt nicht. Ja, mir fallen keine schlechten Flachwitzvergleiche mehr ein, also nein, das siehst du, weil nämlich meine bestechende Logik jeden Witz erstarren lässt. Fliegen, Junge, ich würde mich sofort auf die Jans schwingen. Naja, aber was ist, wenn die Gans das gar nicht mal so geil findet? Und deswegen muss ich wissen, wie ich ihr verklickern soll, dass ich der Nils-Ersatz bin und deswegen brauche ich das Buch. Das ist echt gut, ich kaufe mir morgen auch eine Ausgabe. Hä, nimm die halt mit, ich brauch's ja jetzt noch nicht, mir ist noch keine Gans begegnet. Ja, du kannst es nie wissen. Was ist, wenn jetzt eine vorbeifliegt? Ich kenne die Geschichte. Dann rufe ich dich an und sage, ich brauche mein Buch und zwar in 10 Minuten oder es kracht. Und was, wenn mein Telefon dann gerade abhanden ist? Du verstehst, dann werde ich die ganze Zeit zu dir schicken. Ach so. Cool, das ist sinnvoll. Aber ich, danke, aber nein, danke. Na gut. Waschgang. Ist auch ein komisches Wort, ne? Waschgang.
Das stimmt halt. Irgendwie ist jedes Wort komisch, wenn man eine Weile drüber nachdenkt. Glaub, ich kann irgendwie alles zerreden. Kindergarten? Welcher Kindergarten ist denn bitte in einem Garten? Das ergibt aber Sinn. Du nimmst die Kinder, Keimlinge, die sich frei entfalten und bewegen wollen, und pflanzt die an Ort und Stelle und führst denen Wasser und Sonne in Form von Tätigkeiten zu, die du planst und du beaufsichtigst. Und du hoffst, dass eine dir gesonnene Pflanze daraus sprießt und schneidest hier und dann mal einen Strang ab. Also eine tiefe Philosophie hinter einem solch einfachen Wort. Hinter jedem Wort steckt eine tiefe Philosophie. Naja, die Erfinder der deutschen Sprache waren gar nicht mehr so doof. Das stimmt nämlich. Jo. Verdammt, das... Na gut. Ja, so ist es. Junge, du kommst doch hier zurecht. Schließe mal die Tür ab, wenn du gehst. Und tust den Schlüssel in die Briefkasten. Warum jetzt die Eile? Weil ich nachsehen muss, wer die Erfinder der deutschen Sprache sind, natürlich. Dann mache ich das natürlich gern. Vielen Dank. Du kannst dich natürlich hier frei bedienen. Sie zeigt nochmal auf die Sportgeräte und die Handeln und so. Natürlich, ich werde sofort in die Beinpresse gehen. Ja, wenn keiner hinguckt, ich weiß doch, wie das ist. Hier ist doch Schlüssel. Dankeschön. Und, bügeln willst du nicht, ne? Das hatte ich eigentlich nicht vor, nein. Ausgezeichnet, dann bis später. Und nimm ruhig den Nils mit. Ja, ich lass mir das nochmal durch den Kopf gehen. Sehr gut. Dann zieht sie sich schnell ungeniert vor dir in Menschgestalt ein anderes T-Shirt an, weil das ja durchschwitzt ist, gibt sich die gute alte Dusche aus der Dose und rennt raus. Also rennt nicht, aber sie geht schnell einen Schritt raus. Ich schaue ihr nach, lasse mich dann vor der Waschmaschine nieder und beobachte den Waschgang. Hat das denn dein Charakter schon mal gemacht? Nein. Also ja, klar, wahrscheinlich schon. Sicher. So wie der aufgewachsen ist, mit Sicherheit. So war das. Na gut, also ich meine, der erste Waschgang, den man beobachtet, der hat tatsächlich einen gewissen Zauber. Aber hier, der nicht mehr. Der ist spröd und langweilig und verwirrend. Und du siehst förmlich, wie es eine Socke von dir wegzieht. Ins Nichts. Oder in eine andere Welt zumindest, ins Sockenparadies. Oder in die Sockenhölle, vielleicht war es eine böse Socke. Das ist gut. Ich glaube, es war eine böse Socke. Ich fange nebenbei an, lustlos auf einem Blatt Papier rumzukritzeln. In meinem Blog, den ich ausgezeichnet immer dabei habe. David! Ja? Was denn jetzt? Jetzt? Ich dachte, du hast jetzt ein bisschen Zeit. Ja, ich, ist Sophie da? Du kennst ja ihre Aufstehzeiten. Ja, wie spät haben wir es denn? Du wartest also, bis sie ungefähr aufsteht. Ja, also ich würde ihr nicht um 9 Uhr an der Tür klingeln. Da ja, weiß ich ja. A, dass ich Ärger kriege und B, dass sie nicht nur wach ist. Ja, dann wird es offenbar irgendwann jetzt 13 oder so sein, mindestens. Na, guck. Dann würde ich klar sie bei ihr klopfen und klingeln. Also, na, erst. Ja, ich würde klopfen. Ja, dann geh rein. Ich hab nicht so das Ding. Ich brauche keinen Schlüssel. Ja, doch. Ihr braucht keinen bei dir. Du hast, ja, der hat noch einen Schlüssel. Von dir, also. Ja, ich habe einen Schlüssel, aber ich brauche keinen. Normalerweise, egal. Das ist auch egal. Nee, er braucht wirklich keinen. Dings braucht auch keinen. Roland. Genau dir. Ach, und denk dran, David tut immer noch weh und Sophie kann immer noch ab und zu mal hinfallen. Ja, schön. Moin, moin. Hi.
Sie steht gerade im Flur. Und war offensichtlich auf dem Weg in die Küche. Ja. Du sage mal, hast du Zeit? Es kommt drauf an, wofür. Naja, ich müsste da Dinge erfahren und du gehörst zu den Menschen, die Dinge wissen, also von daher. Und Leute kennen, die Leute kennen, weißt du? Ja, ich schieß einfach mal los und ich gucke, ob ich dir helfen kann. Bestimmt kannst du das. Küche? Wollte ich nicht im Weg stehen? Oder wo wollte ich? Ja, genau, ich wollte in die Küche. Siehste, soll ich dir Frühstück machen? Das klingt so, als wäre ich dir danach was schuldig. Nee, lass mal. Als ob ich das nicht sowieso immer tun würde. Also früher getan hätte. Ja, das stimmt, weil du einfach der liebste und beste Mitbewohner warst. Siehst du? Sie geht zu ihrem Kühlschrank, macht ihn auf. Er ist ziemlich leer. Sie holt eine Packung Milch raus. Und ja, guckt nochmal in ihren Vorratsschrank, findet noch ein paar Haferflocken. Alles klar, ich hab Frühstück. Top. Dann setz dich hin, möchtest du einen Tee? Gerne. Sie setzt Wasser auf und macht eine Teekanne fertig. Wie geht es dir? Ich habe ein paar blaue Flecken, weil ich gestern das Bett runtergefallen bin. Also beim Runtersteigen. Ja, das ist ärgerlich, ne? Dauert noch eine Weile, bis mir das wieder los ist, glaube ich. Ja, ich fürchte auch. Aber ansonsten geht's mir, glaube ich, gut. Es sei denn, ich habe noch irgendwo große Blutergüsse, die so schlimm sind, dass ich sie noch nicht gemerkt habe, aber ich glaube nicht. Okay, ich hoffe nicht. Ich auch. Mann. Sie guckt an ihren Armen und Beinen, sie trägt noch diese kurzen Schlafklamotten. Nee, ich glaube, das sieht erstmal alles safe aus. Top. Sehr schön. Zur Info, ich habe quasi die Schrotkrumme nochmal losgeschickt. Für Material und so. Immer noch. Ja, die brauchen dafür ewig. Die bringen halt nicht so viel. Oh Mann, ich glaube, wir müssen denen mal Verstärkung besorgen. Ja, ich glaube auch. Aber es scheint mir, als wenn die das diesen Monat schaffen würden, glaube ich. Hoffentlich. Okay, das klingt doch schon mal hilfreich. Mhm. Ey, was wolltest du eigentlich jetzt? Was ich genau wollte werden würde, ich habe mit meinem Chef gesprochen, mit meinem Lord. Ach, mit Barmeth. Ja, genau. Ich habe nur den einen. Also momentan habe ich nur diesen einen. Weil es könnte nämlich sein, dass einer seiner Freunde da ist. Aha. Der zweite, der auftaucht. Vermutlich wieder in der Grafschaft der, in der Bau. Ich hab noch nichts mitgekriegt. Das habe ich mir gedacht. Also, weil die scheinen das nämlich, hat sich mir irgendwie aufgedrängt, quasi, mehr oder weniger. Aber von dem neuen habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, sonst hätte ich dir schon Bescheid gesagt. Also, wenn ich's gerafft hab, vielleicht ist auch irgendwo. Sie steht gerade auf, während sie redet und geht in ihr Zimmer zurück. Sie geht ins Zwischenzimmer und du hörst eine ganze Menge Blätter und Block und alles Mögliche, dass sie offensichtlich gerade durchblättert. Ich glaub nicht. es scheint auch so, als wenn das noch relativ geheim sein soll. Das heißt ja nichts. Barmeth war ja auch nicht gemein, sondern geheim. Ja, das ist richtig. Ich habe irgendwie Sprachschwierigkeiten. Ich weiß auch nicht, warum.
Vielleicht kann stolpern ich meine Worte auch. Ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. David sitzt übrigens noch vor der eingegossenen Tasse Tee. Vielleicht bin ich auch betrunken und weiß es nicht. Oder schwanger und weiß es nicht. Das geht ja nicht. Und ich glaube, du würdest das auch relativ schnell wissen. Ich bin gerade erleichtert, weil es nicht geht. Auf jeden Fall, er meinte, es könnte relativ so sein, dass die Gräfin da die Hand drauf hält, die Baroness die Hand drauf hält. Und nicht möchte, dass das bekannt wird, dass einer da ist. Das ist nur die Frage. Du kennst doch da ein paar Leute, die Leute kennen, ne? Gerade. Ich kenne in Leipzig genau 2. Das ist mehr als ich. Das ist gut. Naja, du kennst die Soft besser als ich, aber. Ja, das ist richtig. Allerdings möchte ich die nicht fragen, weil die wird nämlich entweder sagen: Ja, klar, habe ich das, und das wäre seltsam. Weil dann will die was von mir, oder aber die wird es dementieren. Okay. Und wenn sie es nicht weiß, dass er da ist, wäre das auch wieder blöd, glaube ich. Na, ich kenne Aaron. Und, ja gut, kennen wäre da zu viel gesagt, das ist der Typ, dem irgendwie. Die Baroness ist auf jeden Fall heute die nächste Zeit noch hier. Und mit der Baroness wollte ich sowieso sprechen, aber die wollte ich halt nicht auf das Thema ansprechen, weißt du? Ja. Gerade ich sollte das vielleicht nicht tun. Und du meinst, ich soll jetzt nach Leipzig und mich mal umhören, ob da eine neue Fee aufgetaucht ist oder was? Wenn du da Bock drauf hattest, wäre das cool, wenn das geht. Ja, aber also, ja, prinzipiell kann ich das machen, wenn du das unbedingt willst, aber es ist, also ich denke, dass dann hätten die ja schon irgendwas gesagt oder wenn die das wüssten, hätten die ja wahrscheinlich sofort zum Hof gebracht. Ja, durchaus möglich. Also ich kann hinfahren und gucken, ob ich irgendwas merke, vielleicht. Manchmal bei Barmeth, wie gesagt, ging es ja irgendwie auch. Aber ich kann es nicht erzwingen. Nee, aber erzwingen sollst du nicht. Also es geht mir auch eher weniger um deine Fähigkeiten als um deine Kontakte und deine Redetalent. Ja, ich versuch's. Wenn ich wen erreiche, dann, wie gesagt, ich hab mal mit diesem Besitzer ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, von dieser einen Feenkneipe da, naja, Kneipe würde ich es nicht unbedingt nennen, gequatscht. Der schien ganz okay, aber naja. Aber der würde mir nicht als erstes sagen, wenn der eine neue Fee findet. Nee, glaube ich. Klar. Der einzige wäre Aaron, denke ich, mit dem ich mal quatschen könnte. Es wäre cool, wenn das geht. Ja, ich rufe ihn halt an. Sehr cool, dankeschön. Ich weiß nicht, vielleicht ist er sogar hier. Ich weiß nicht mehr, ob er noch in ihren Diensten steht oder nicht. Nee. Tut er nicht mehr. Der ist jetzt raus. Ja gut, aber der kennt sicher ein paar Leute trotzdem, die noch da sind. Also er kann vielleicht was gehört haben. Eher als wir. Erstmal. Sag ich mal. Ja, und Barmes hat mir übrigens gestattet, sofern denn Rasmus das möchte, dass er mein Zögling wird, also beziehungsweise dass ich sein Mentor werde. Okay. Allerdings muss er dann die Reise von uns loslegen und Barmes weiß nicht genau, wie man dieses Tor öffnet, vernünftig. Du sagst also, wir müssen es entweder selber rausfinden, wie man es öffnet. Oder aber wir sollten
da eine gewisse Dame fragen. Also prinzipiell wäre es cool, wenn wir das wissen. Weil... Awesome. Wen meinst du mit gewisse Dame? Ich nehme an, du meinst die Soff und du meinst nicht hier die... Nee. Frühlings. Ich meinte die... Alera? Elera. Elera. Die Elera weiß das ja auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Die hat uns ja auch reingeschmissen. Eben. Also Soff würde das wahrscheinlich auch tun, aber sie würde das wahrscheinlich lieber von ihrem eigenen Hof aus machen, weißt du? Ja, Elera ist aber dem Grafen verpflichtet. Wobei, die könnte vielleicht auch hierher kommen und uns das hier zeigen. Momentan ist sie eh nicht so auf ihn zu sprechen, glaube ich, oder? Weil ja, aber ich glaube, das ist unsere Schuld. Ja, das kann durchaus sein. Nee, vielleicht ist sie auch nicht so gut, von auf uns zu sprechen, das stimmt. Das ja. war meine Befürchtung. Besonders auf mich. Sie war beim letzten Mal, als ich sie gesehen habe, war sie echt zackig auf mich. Aber ich habe gelernt, es ist meine Aufgabe, Leute zur Weißglut zu bringen. Das ist doch gut. Ja. An mir verbrennen sie sich nicht die Finger, sie bekommen Frostbeulen. So. Ach, genau. Gut, vielleicht bist du... ich könnte... Sag mal, David, kannst du das Wetter verändern? Wieso? Weil es viel zu warm ist draußen. Ja, nee. Leider geht das nicht so. Verdammt. Ich kann dir einen Ventilator bauen. Nee, ich habe ja eine Kühldecke, die du halb kaputt gemacht hast. Das mag vielleicht stimmen, aber das ist aus Versehen passiert. Ja, ich weiß. Gedanken sind frei und manchmal dumm. Sorry. Ja, aber jetzt kühlt sie mich nur noch auf angenehme Herbsttemperaturen runter und nicht mehr auf angenehme Wintertemperaturen. Ich glaube, das kann man bestimmt wieder reparieren. Also sobald ich weiß, wie man Dinge erstellt, weiß ich bestimmt auch, kann ich mir auch Dinge vorstellen, wie man sie repariert. Ich weiß nicht, ich habe sie von den Berggeistern bekommen und die haben echt lange dafür gebraucht. Oder ich habe einfach ewig gebraucht, bis ich sie mir abgeholt habe. Das weiß ich nicht mehr. Aber vielleicht können wir mal gucken dann. Vielleicht. Also da ich es ja kaputt gemacht habe, werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Hervorragend. Bin da ja nicht so. Hervorragend. Sehr schön. Ja, ich rufe gleich Aaron an, dann irgendwann mal so. Sau gut. Und was gibt's bei dir Neues? Wir haben ja schon lange... Was heißt lang? So viel Neues gibt's bei mir nicht. Das ist nicht viel. Nö. Im Moment passiert nicht so viel. Wir haben quasi noch eine richtig wichtige Aufgabe für diesen Monat. Wir müssen rausfinden, welchen Honig die Hexe die Uhr haben möchte. Was hatte sie nicht gesagt? Flüssigen will sie doch haben. Ja, oder? Aber dickflüssigen Honig. Es gibt aber so viele verschiedene Sorten. Na, wir versuchen es mit dem einfachsten dickflüssigen Honig und. Kämpfen uns dann noch oben vor? Ich würde eher sagen, wir geben ihr eine Auswahl. Ja, Moment, David. Du musst das klug handhaben. Du kaufst erstmal. Du weißt ja nicht, was für Honig sie gewöhnt ist. Oder ob sie überhaupt Honig gewöhnt ist. Oder ob das für sie der absolute Luxusartikel ist. Es könnte nämlich fast sein. Irgendwie kann ich mir das vorstellen. Das heißt, du kaufst erstmal den billigen Honig. Der ist ja schon schön süß und alles Mögliche. Und stellst ihn ihr hin. Und vielleicht mag sie ihn ja. Und wenn sie ihn mag, dann müssen wir uns einfach gar keine Gedanken machen. Und wenn sie ihn nicht mag, dann können wir weiter probieren. Aber weißt du, ich würde sie ja schon gerne glücklich als Angestellter haben. Ja, ist sie aber ja vielleicht auch, weißt du, aber ich meine, ich sag mal, wenn sich die Leute mit Blech zufrieden geben, musst du ihnen kein Gold geben. Bis dann jemand mit Gold kommt. Ja, aber das kann man ja so lange wie möglich rauszögern. Man könnte ihr noch einfach von Anfang an Silber geben. Nee, das wäre dumm, weil dann will sie die ganze Zeit Silber und dann Gold.
Ja, dann erinnert sie ja, dass er die ja schon die ganze Zeit gekriegt hat. Ach, du denkst einfach viel zu kompliziert. Na gut. Ja, ich sag mal, dem Kind aus der dritten Welt ist es auch egal, welches Brot du ihm gibst, wird jedes mögen. Du bist ein böser, böser Mensch. Nein, ich denke nur praktisch. Oh, oh, oh. Was denn? Ja, ist völlig in Ordnung. Juti, dann müsstest du noch irgendwas von der Baronessa, weil ich wollte da jetzt heute sowieso, also beziehungsweise mal die Tage vorbeischauen bei ihr. Die ist ja jetzt gerade im Hotel. Nö, ich brauche nichts von ihr. Ich werde dir nämlich noch meine Handtasche vor, also ihre Handtasche vorbringen. Ich brauche nichts von ihr. Sehr schön. Dann? Darf ich jetzt duschen gehen? Das hättest du vorher auch schon machen können. Aber ja, wir haben uns ja gerade unterhalten. Das wäre schon sehr unhöflich gewesen, wenn ich einfach aufgestanden und duschen gegangen wäre, oder? Ich bin doch nichts anderes von dir gewohnt. Ja, aber vielleicht habe ich heute einen guten Tag. Oh, das ist erschreckend. Dann will ich dich lieber nicht aufhalten, weil sonst gibt es noch Donnerwetter oder so. Ich dich von deinem guten Tag weghalte. Nee, nicht, weil du mich von meinem guten Tag weghältst, aber wenn du weißt doch, wie das mit Hochdruck- und Tiefdruckgebieten ist und dem Gewitter und so weiter. Uiuiui. Nee. Solche Erklärungen sind zu banal. Das möchte ich nicht. Jetzt geh ich jetzt halt duschen. So. Gut, bis später. Bis später. Ja, ich würde mich verpieseln. Würde dann einmal schauen, ob mein zukünftiges Kind da in seiner Wohnung ist, beziehungsweise es Mündel. Ja. Mündel. Der wird nicht unendlich lange brauchen. Ich weiß nicht genau, wann du aufgebrochen sein wirst. Und wann bald, du jetzt aufstehst. Bald möglich. So bald wie möglich. Nein, ich meine früh überhaupt erstmal dahin, dass du sobald der Scheiß durchgerödelt ist, weg muss, ist klar. Hier, ne? Dann, wenn ich aufgewacht bin, wäre das vermutlich sinnvoll gewesen, weil man sich die ekelhaften Aufgaben auf den frühen Morgen legt. Und wann ist das? Ja. Da ich ja aktuell nur so bedingt arbeiten gehe. Um 10. Okay. Dann bist du auf jeden Fall jetzt wieder zu Hause. No. Gut. Dann auf dem Weg runter klinge ich mal kurz bei ihm. Warte, ob er mir aufmacht oder nicht. Ja. Dann öffnet sich die Tür. Moin. Guten Morgen. Wie ist das eigentlich mit Lärmbelästigung? Mach halt. Die Leute werden sich schon beschweren. Nice, sorry. Ja, was? Ist kein Problem. Wie gesagt, die Leute werden sich schon beschweren, dann hält sich halt dran, soweit es geht, und dann ist gut. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du irgendwas brauchst. Ach so. Ich glaube, mein Kühlschrank ist schon wieder leer. Ist ja nicht das Problem. Möchtest du eine Praline haben? Gerne. Ich habe extra welche gekauft auf dem Rückweg. Bitteschön. Dankeschön. Schließ langsam die Tür. Super, diese Praline werde ich niemals essen dürfen. Ich lege sie mir weg. Großartig. Es war nett gemeint, aber ich werde sie nicht essen dürfen. das ist okay. Das war verwirrend. Aber okay, ich gehe wieder runter. Also bald wird's halt ein bisschen laut. Also jetzt nicht so brutal laut, sondern halt so, man hört's laut. Ist wie wenn der Nachbar über oder unter dir, je nachdem, ich glaube, ich bin unten,
Also als würde man den Bass klopfen hören, aber sonst. Ja, ich hab völlig in Ordnung. Also. Gut, ich würde dann quasi für die beiden einkaufen gehen. Naja, bei Sophie weiß ich ja jedenfalls, was sie möchte, aber er hat mir ja keine Liste gegeben und die hat die Tür einfach geschlossen, bevor ich fragen konnte. Ja, so Grundnahrungsmittel halt. Das Wichtigste, was er braucht. Das ist echt schön. Das ist eine Ziege. So ein paar Kresse-Samen, sagst du. Kakteen-Tee. Bisschen Gras. Nice. Oder Papier. Ziegen fressen gerne Papier. Er kriegt halt Grundnahrungsmittel. Sprich, Brot. Was für Brot? Vielleicht mag er nur Vollkornbrot oder nur Weißbrot oder nur Graubrot. Das ist ein Kind in der armen dritten Welt. Ah ja. Gut. Oder vielleicht mag ich nur Gersterbrot. Wer weiß das schon, aber das werde ich dann ja erfahren. Genau. Wenn du undankbar bist, werde ich das auch erfahren. Das ist kein Problem. Ich bin doch nicht undankbar. Ich heb mir das dann einfach für dich auf, damit ich dich die nächsten Male vor der Tür stellen kann. Kriegst du auch so ein paar Plätzchen und Milch, weißt du? Ich werde endlich gewertschätzt in diesem Haus. Doch. Total. Es ist ja auch gesagt, endlich. Genau. Endlich gibt's mal ein bisschen Wertschätzen. Das ist ja toll. Ja. Naja, wie dem auch sei, also ich werde halt einkaufen für die beiden. Also so die Grundnahrungsmittel, dass sie halt über den Tag kommen. Vielleicht auch über die Woche. Vielleicht auch über das Jahr. Nein, so viel Geld habe ich auch nicht. Versuch was wert. Aber so halt das Wichtigste muss halt gemacht werden, ne? Und ja, dann würde ich mir quasi meine Sachen einpacken. Ich habe jetzt eine chimärische Robbentasche. Ja. Ja, wie kriege ich die denn? Hattest du da eigentlich, sag mal, hast du da irgendwas gesteigert oder so? Ich glaube, dass ich dafür was gesteigert habe. Jedenfalls war das der Plan. Mein Handwerkskrams. Du hast Schneidern auf 1. Naja, gut. Möchtest du das auf 2 heben? Ich möchte das gerne auf 3. Ist das auch in Ordnung? Möchtest du das auf 2 heben? Ja, möchte ich. Es kostet dich 6. Das ist okay. Trage ich bei mir sofort ein, sobald mein Dokument sich öffnen lässt. Ja, und da hat das doch bestimmt herausragende Qualität jetzt. Wie definierst du denn herausragend? Ich könnte auch einfach sagen, natürlich nicht. Es hat 2 ist eigentlich schon Berufsfertigkeit, oder sehe ich was falsch? Ich habe keine Ahnung. Flummi. Nee, 3 ist Berufsfertigkeit. Na, dann hast du es ein bisschen unter Berufsfertigkeit Qualität, offensichtlich. Du sagst, ich sollte also nochmal öfter versuchen. Ja, wie viel besser? Ich meine, auf 3, das dauert ewig, bis du es auf 3 gehoben hast, ist klar, ne? Eben. Also viel besser wird's halt jetzt innerhalb der nächsten x Monate nicht. Ärgerlich. Aber es ist halt, er hat lesende Qualität und das ist halt auch Robbenfell. Das auf jeden Fall. So. Ich will sie doch nicht enttäuschen. Es ist mal so enttäuschend, wenn sie enttäuscht ist. So nennen das die meisten auch, ja, enttäuschend. Na gut, aber ich habe ihr auch nur eine Kleinigkeit versprochen. So ist das ja nicht. So ist es. Und deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall rübergehen und ja. Gehst zu dem Hotel. Sie. Gehst in die Rezeption. Also zur. Scheiße, wie heißt die denn richtig? Das könnte dir noch einfallen, bevor du da eintriffst, ja. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Wie heißt denn die Baron?
Soff mit Vornamen. Hat man uns das irgendwann mal gesagt? Ich habe bei keinem Ski jemals einen Vornamen mir überlegt, weil so Abschaum wie ihr, wenn sie einen hätten, ihn nie erfahren würden. Ah, also das ist der Nachname. Gut, bestimmt, ja. Ich glaube, bei denen gibt es keine Vor- und Familiennamen, weil jede Figur so schillernd und so herrlich ist, dass du sie am Namen zu erkennen hast und weil ihre Namen einzigartig sind, nicht wie du. Entschuldige bitte. Ja, ja, ist okay. Aber willst du dich damit auch als menschlichen Namen eingetragen haben? Das weiß ich nicht. Ich werde einfach fragen. Du gehst zur Rezeptionöse. Das ist so eine ältere, leicht desinteressiert guckende mit hochgegelten, kurzen, blondierten Haarspitzen. Irgendwann 40 rum wird die sein. Guten Tag, Hotel am Steintor. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Bekannte von mir. Fräulein Soff hat hier eingebucht. Ich weiß nur nicht, ist sie gerade im Hause? Die ist vorhin gekommen, ja. Sehr schön. Könnten Sie aber fragen, ob die Zeit für mich hat? Ich kann ja mal durchklingen, ja. Das wäre sehr nett. Mein Name ist David. Sie weiß schon, wer gemeint ist. Ja, natürlich. Mach ich schon, ne? Sie grabt sich das Telefon. Ja, guten Tag. Ich wollte fragen, ob da hier die Frau Soff da ist und weil dann David ist. Ja, schön, dann schick ich gleich hoch, ne? Sie legt auf. Ist hier Treppe hoch und dann das zweite Zimmer, die 4 ist das. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön. Dann gehe ich die Treppe hoch, zweite Zimmer von links, Zimmer 4. Mhm. Klopfe ich an. Na, die eröffnet ein verzauberter Mensch. Nee, obwohl, so weit können wir es nicht droppen lassen. Es ist offenbar ein männlicher Elund in all seiner Schande und in seinem Kammerdienergewand. Und in menschlicher Gestalt wird er auch irgendwie eher so, nicht direkt ein Frack, aber auf jeden Fall ein weißes Hemd und eine schwarze Hose tragen und sieht schon sehr dienerhaft aus. Verneigt sich wieder kurz vor dir, öffnet dir die Tür, lässt sich ein und geht dann selbst hinaus. Die Baroness trägt, wie immer, wenn sie unterwegs ist, ihr Leichentuch und guckt mehr als abwesend aus dem Fenster. Ich habe natürlich mein schönstes Lächeln auch dabei, Lachen dabei. Natürlich, klar. Guten Tag. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Sie dreht sich zu dir um, guckt dich kurz an, musternd. Wie sind wir uns begegnet, David? Am Tag meiner... Also in diesem Leben, am Tag meiner ersten Reise. Meiner Namensfindung. Und was ist da passiert, David? Nun, ich habe mich daran erinnert, wie ich heiße. Und das ist alles? Nein. Ich habe das Haus Dougal verlassen zu dem Zeitpunkt. Die Dame Sophie war bei mir. Das hat auch ihren Namen gesucht. Und dann wurde uns ein Mentor zugeordnet. Und viele nette Worte gewechselt. Wenn du mir ins Gesicht gespuckt hättest, David, dann hättest du mich weniger verachtet als mit diesen Worten. Es fühlt sich so an, als würde ein Glas durch sich Millimeter um Millimeter in dein Herz schieben und dann darin zersplittern.
Ich half dir, dem Zorn des Hona, vom Hause Dougal und dem Hof des Herbstes, sowie dem Urteil deines Grafen zu entgehen, David. Und dann batest du mich später um Hilfe, die Kunst des Schmiedens zu erlernen, also gab ich dich in die Hände einer Slua, die nur einen Lehrling pro Leben annimmt. Und nichts wollte ich als ein kleines Geschenk deiner Wertschätzung, David, ist das dieses Geschenk. Eine Geste. Ich schenkte dir eines der hellsten Kinderlachen, die ich besaß. Ich war immer höflich und hilfsbereit, David. Ich habe kaum etwas verlangt. Und als wir das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, eine Abmachung trafen, uns Fragen zu beantworten, David, ehrlich und wohlmeinend, offen und gutmütig, da war ich es, die dir in deiner grausigen Queste half, während du dich wie ein Aal wandst und mich zu belügen suchtest wie eine Schlange. Und nun stehst du hier, David, dabei solltest du knien und um Vergebung bitten. Ich knie mich hin, aber sofort. Es ist, ihre Skipräsenz ist halt nicht heiß und drückend wie so ein schwüler Sommertag beim Grafen. Das ist mir scheißegal gerade. Das ist wirklich wie so ein Dolch, so richtig Millimeter um Millimeter rein ins Gedärm, also ins Herz. Ja, sie blickt auf dich herab. Nun, aufgrund dieser ganzen... Nun ist etwas, das du sagst, wenn du versuchst, dich herauszureden und zu relativieren. Das wünschte ich nicht, David. Weil ihr so gut zu mir wart, dachte ich mir, als ich hörte, dabei sie... solltest du knien und um Vergebung bitten. Ich knie bereit. Also, okay. Ich weiß. Mich ja schon gut. Natürlich. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr vergeben könntet. Natürlich, David, natürlich. Erhebe dich. Ja, ich tue es zögernd. Nun, als ich erfuhr, dass ihr hier seid, dachte ich, dass mir es wäre nur angemessen, wenn ich Ihnen ein Christgeschenk gebe. Ich danke dir, David. Ich überreiche die Tasche. Es ist nur eine Kleinigkeit und... Nun, meine Fähigkeiten sind noch nicht so weit, wie ich es gern hätte. Fuck, mir fehlt das Wort. Wie bedacht, dass du mir Robbenfell schenkst, das mich vor der Kälte des Winters schützt. Sehr aufmerksam, David, stell sie auf den Stuhl. Nein, auf den Tisch. Ich stell sie auf den Tisch, das ist ja schließlich eine Tasche, das ist ja... Nun. Ich hoffte, dass das geschmeidige Fell in Augen zu sagen. Praktisch und natürlich schön, es gefällt mir gut, David. Ich danke dir. Ich zuck übrigens jedes Mal hart zusammen, wenn sie meinen Namen sagt, aber das ist okay. Oh, stimmt. Also ich meine, der Glasdolch hat sich natürlich entfernt, als du um Vergebung gebittet hast. Aber stimmt. Oh, die kriegt richtig einen Orgasmus. Schön. Das ist so richtig gut. Gibt es noch etwas, was ich für dich tun kann, David? Ich hatte keinen anderen Anlass, als Ihnen dieses kleine Geschenk zu überreichen. Da mich die Gespräche mit Ihnen immer sehr erheitern und sehr... Nein, das tun Sie nicht und das müssen Sie nicht. Ich möchte Ihre Zeit auch nicht über die Maß beanspruchen. Ich denke, Sie haben
viel zu tun mit diesen. Bevor ihr euch aufmacht zu jener schrecklichen Reise, möchte ich, dass du 3 Tage und 3 Nächte vorher bei mir antrittst, da ich euch ein Geschenk machen werde, was euch hilft, was ihr brauchen werdet. Das ist über die Maße freundlich von ihm. Danke, David. Du kannst jetzt gehen. Ich verbeug mich nochmal tief vor hier. Hm. Scheiße. und verzieh mich dann. Schön. Toll. Du warst wirklich das letzte Mal einfach nicht nett zu der Frau. Ja. Und hast sie heute schlimm beleidigt? Du hattest alles verdient. Mit Sicherheit. Dass sie das normal alles auf die Goldwaage legt. Jo, danke übrigens. Ich hab vergessen, dass du mir da meist einen Arsch gerettet hast, du dumme Hure. Das ist so lange her! Na und? Juti. Sophie, du kommst aus der Dusche. Kamal öffnet die Tür, hat ja auch einen Schlüssel. Jeder geht halt in deinem Haus einen aus. Ja. Du hast ihm den gegeben, also. Ja, nee, ist ja auch alles okay. Sophie? Ja? Ich hörte, dass hier, sich was verpuppt hat. Ja. Möchtest du uns nicht vorstellen? Doch. Dann bitte! Nicht so, darf ich mich erstmal anziehen. Als ob dich das sonst gestört hätte. Ja, dann mach das doch. Ich gehe auch im Handtuch runter, habe ich jetzt wenig Probleme. Ja, dann geh zur Tür. Möchtest du dich nicht wenigstens angemessen bekleiden? Das wirft ein schlechtes Licht auf mich. Auf dich? Ach ja. So? Wieso? Natürlich. Was soll er von jemandem denken, der ihn von jemandem vorgestellt ist, der sich nicht mehr die Zeit nimmt, sich ordentlich zu bekleiden? Also bitte. Als ob ich mich verstecken müsste. Ich erwarte nicht viel. Du kannst auch selber runtergehen und klingeln. Das ist wenig schicklich. Muss ich dich jetzt vorstellen? Mit aller Form? In aller Form? Oder? Das wäre zumindest höflich. In aller Form? Was gibt's da für eine Form? Aber. Das kommt drauf an. Hast du noch irgendwelche Titel, von denen ich nichts weiß? Nun, es ist allgemein bekannt, dass die Eschu die Könige der Straße sind, aber wir beharren nicht auf diese Titel. Außer im Sommer. Sie zwinkert. Und geht sich jetzt anziehen. Mhm. Ihre Provokation hat gewirkt. Was für eine Überraschung. Ja. Wenige Minuten später, noch mit nassen Haaren, die sie jetzt einfach zu einem Zopf geflochten hat, dann fällt es nicht so auf, dass sie noch nass sind. Willst du mitkommen oder soll ich ihn hier hochholen? Natürlich komme ich mit. Ich weiß ja nicht, was, wie es dem Herrn genehm ist. Sie gibt ihm ein Küsschen auf die Wange, während sie an ihm vorbeigeht, kichert darüber, dass er sich aufregt und geht hinunter. Klingelingeling. Der Eiermann ist da. Klingelingeling. Ich nehme an, dass sie klingelt. Ja. Bei mir? Ja. Mensch, diese Aufmerksamkeit. Ja. Es wird eine Weile dauern, aber dann verstummt von innen die Musik. Und es wird eine Tür geöffnet. Welche? Die Wohnzimmertür oder die Wohnungstür? Ich würde sagen, die Wohnungstür. Hallo, Rasmus. Guten Tag, hallo. Rasmus, Kamal, Rasmus.
Er streckt dir die Hand hin. Der Typ ist das, was ich immer bezeichne als orientalisch. Also vom genetischen Pool her irgendwas da aus der Richtung. Mittlerer Osten. Und ist in seiner menschlichen Gestalt jetzt nicht so fürchterlich ausfallend gekleidet. Er trägt diese Perserhosen, weißt du, die so wie halbe Röcke sind. Und super bequem. Und einfach ein weißes T-Shirt, hat aber irgendwie, trägt so einen Schal und hat offenbar auch ein, zwei Ringe. In seiner Feengestalt sieht er jetzt nicht direkt aus wie ein kleiner Sultan, aber die Kleidung passt schon ganz gut. Des Weiteren hat er vollkommen schwarze Augen, aber nicht wie die von Sandro, sondern sie sind A, sehr viel größer als menschliche Augen und B, wenn man länger reinguckt, dann sieht man darin den Anbeginn des Universums und der Zeit. Ach so. Natürlich, man kennt es. Wenn es weiter nichts ist. Also das erste Mal, wenn du den Namen erwähnst und er den so für einen kurzen Blick mustert, dann scheint er sich auf die Lippe zu beißen. Ich komme zu spät, nicht wahr? Hm? Was hat diese schmierige Missgeburt erzählt? Es ist falsch oder zumindest perspektivisch feindselig erzählt. Was? Was? Oh, ich bin Kamal, wie geht's? Willkommen in deinem neuen Leben. Hallo, Kamal. Ja, danke. Mensch, das ist ja freundlich, dass du vorbeischaust. Er guckt Sophie ein bisschen hilfesuchend an. Die steht da nur. Er überreicht dir, das habe ich mir vorher überlegt. wir lachen nicht. Er überreicht dir. Willst du einen Tee? Ich habe noch welche. Hab noch welche. Ich war noch nicht so weit. Ein Obstkorb, okay? Ist das ein Obstkorb? Lass mich in Ruhe. Ein Obstkorb. Ich nehme Obstkorb entgegen. Das ist sehr aufmerksam. Ja. Tee? Tee klingt gut. Bei dir oder bei mir? Ich hab noch eine Kanne da stehen, die steht auf dem Stöfchen. David hat seine Tasse nicht ausgetrunken und ich wollte eigentlich nur schnell duschen gehen und danach weiter in Ruhe Tee trinken und fühl dich eingeladen. Mhm. Krass. Ja. Rasmus, wo kommst du her? Das wüsste ich auch gern. Also jetzt allgemein aus, das... Welche Geschichte kannst du mir erzählen aus deinem Leben, die dich hierher geschafft hat? Also in diese Stadt. Wollen wir das oben machen? Ja, auf dem Weg auch schon. Ja. Ach so, komm mit. Ja, eine Online-Anzeige. Er trottet enttäuscht mit nach oben. Ich finde das irgendwie ein bisschen witzig. Wenn ihr dann beim Tee zusammensitzt, ja, setzt euch da erstmal alle hin, bla 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 bla, jeder kriegt Tee. Was denn für ein Tee? Das ist wichtig. Earl Grey. Nice. Eine Online- Sogar guter Zeit. Earl Grey. Hm? Aber da... Also, ich meine... Pass auf. Die Dinge, die dich in dieses Haus führen, sind ja verwandt mit denen, die dich in diese Stadt geführt haben. Und das müssen epische sein, erzählwürdige sein, wunderliche sein, dumme sein, witzige sein, irgendwas von dem. Grausige. Da gibt's auch garantiert eine Kette von Ereignissen, die sich gut zu einer Geschichte formen lässt. Ein Kumpel von mir hat ein Tattoo-Studio und hat eine Online-Anzeige geschaltet auf den Job. Ich habe angenommen. Aber ich genieße das gerade ein bisschen. Aber dein Danan ist verworren und verknüpft mit dem Traum. Und stimmt. Ne? Denn er hat vorher Urlaub in Dänemark gemacht, wo ich gewohnt habe. Wo ihr euch kennengelernt habt bei einem Konzert, zu dem du dir ohne Bezahlung Zutritt verschafft hast. Sogar zum VIP-Bereich, nicht wahr? Nein.
Das ist der Moment, wo du hättest ja sagen müssen. Ihr ja, wart gefangen in einem Aufzug mit nichts als einem Auflauf. Ein Kumpel von mir wollte sich ein Tattoo stechen lassen, da habe ich ihn kennengelernt, weil ich mitgegangen bin. Er genießt das gerade richtig. Dein Tattoo auf der Wade. Die Geschichte dahinter. Ich bin in Dänemark groß geworden. Gibst du mir vielleicht ein Streichholz, ein halbes? Hier. Nicht du! Entschuldige bitte, Sophie. Hat sie hier Streichhölzer rum? Ja, neben dem Herd steht ein, also liegen welche. Ja. Er guckt dich an, wie darf ich? Darum geht's nicht. Irgendeine interessante Geschichte aus deinem Leben oder von dir. Ansonsten sorge ich dafür, dass du aus diesem Scheißhaus rausfliegst. Warum ist das wichtig? Weil du sonst der langweiligste Bastard der Welt bist. Aber ist das Interessante nicht das Verborgene? Ja, aber nur wenn, aber nur wenn man es andeutet. Ja, ein Hinweis auf die verborgenen Dinge. Ansonsten bist du so spannend wie eine Steuererklärung. Ich bin gewissermaßen in einem Kult groß geworden. Das muss als Teaser reichen. Das geheime Zeichen Azathoth. Ich wusste, dass ich es gesehen habe, als du dich verpackt hast. Ich werfe ihm da irgendwie die Streichhölzer hin. Du musst natürlich nichts sagen. Ein Nicken würde genügen, Azathoth. Das wäre zu einfach, oder? Der Kult der einsamen Fliege. Nein, nein, du bist ein Satyr. Die Söhne der herrlichen Wamba, nicht wahr? Sagt nicht nein. Sophie, du musst dich doch theoretisch auskennen mit den ganzen nordischen Sachen, ne, Kulte? Eher mit keltischen, nicht mit nordischen. Das ist ja überhaupt nicht das Gleiche. Alles waren Kelten. Sie mustert ihn. Also wenn du dich irgendwas verschrieben hast, dann vermutlich ganz. Also eher was Monotheistisches, schätze ich mal. Das klingt langweilig. Nee. Monotheismus ist Runterbrechen auf eine Sache. Oder aufgehen in einer Sache. Es sind die meisten Sachen, die man mit Aufgehen verknüpft, aber nicht zwingend positiv. Würde ich so nicht sagen. Du bist ganz schön aufgegangen in den letzten Tagen, Sophie. Wie eine faulige, aufgeplatzte Tomate. Stimmt, ich bin im dritten Monat schwanger, da passiert das. Was? Sie ist nicht schwanger. Achso. Sonst hätte ich mir jetzt Sorgen gemacht hier wegen vor ein paar Tagen, ne? Naja. Das Zeichen des Antichristen hätte sich sonst mit Blut auf ihrer Stirn abgebildet und sie hätte in fremden Zungen gesprochen. Ja, genau das. Jetzt red dem Jungen doch nichts ein, der glaubt das. Weißt du, hat man dir schon irgendwas erzählt über die Häuser der Ski? Sophie hier gehörte zu einem Haus voller schlimmer Hexen, die mit Dämonen und anderem Gesocks paktiert haben und die gern auf die Welt losließen, um sie an den Rande der Vernichtung zu führen. Natürlich nur an den Rand, damit sie selbst darin noch existieren konnten, in einem Meer aus Menschensklaven. Sie schaut verträumt irgendwie ins Nichts. Das waren noch Zeiten. Irgendwie habe ich bei Winter eher an Schneemänner gedacht.
Aber okay. Ja, es waren Schneemänner. Hey! Der Winter kann auch verspielt sein mit Schneeballschlachten und allem, aber er tötet dich halt auch gern, weißt du? Ey, mit Winter komme ich gut klar, ich komme aus dem Norden. Oh Gott, dieses Haus hat wirklich nicht noch mehr Winter gebraucht. Verzeihung, es klopft. Meinst du, wir hätten Peter nicht die Anleitung fürs Bombenbauen schicken sollen? Oh. Ich dachte, das war klar, dass das ein Witz ist. Ja, ich meine, ich habe es ein bisschen übertrieben. Vielleicht hätte er noch ein bisschen, naja. Du hast Bauteile nachgeschickt? Kennst du mich? Fehler. Ja, du bist immer hilfsbereit. Ja, und vor allem, wenn du das aus verschiedenen Adressen machst, von Leuten, die du nicht magst, das ist auch mal sehr witzig. Das stimmt wohl. Da wird man auch unliebsame Konkurrenz mal los. Das ist ja nicht nur das Problem, ne? Das Mädchen, was du magst, hat einen anderen Verehrer, zack, Bomben. Schickst du dem einfach ein paar Bombenteile, beziehungsweise schickst du von seiner Adresse Bombenteile weg. Läuft auch immer gut. Gab's da nicht ein Lied von Terrorgruppe, wenn du einen Feind hast, dann schick ihn 47 Leichenwagen und so nach Hause und 48.000 Pizzas? 47 Leichenwagen ist auch nicht schlecht. Da war echt eine ganze Menge guter Stuff dabei. Er wäre übrigens wieder da. Hat er geschrieben. Achso, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich wollte jetzt nicht reinbratzen, falls ihr. Nee, das ist okay. Wir umgesprungen haben, seid. Nee. Haben sie mal nicht. Wir haben kurz gewartet. Monotonie. Und dieses Haus braucht nicht noch mehr Winter, war das letzte. Und weil es nicht noch mehr Winter braucht. An dem Tag, an dem du dich verpuppt hast, wurde mir ein schönes Geschenk zuteil und ich möchte es mit dir teilen. Denn du hast das Geschenk sowieso nötig, da du frisch bist. Und du musst etwas über die Ski lernen, vor allen Dingen über das Haus, das dem der Graf angehört, über das Haus Gwydion. Pass auf. Zu einer Zeit, als die Menschen noch auf der Saat tanzten, um eine Fruchtbarkeitsgöttin, also eine Fee, gütig zu stimmen. Und als die Welt noch nicht kartografiert und vermessen, sondern voller unentdeckter Wunder war, da lud das Haus Gwydion und all seine Ski den Sommer selbst zu ihrem mächtigsten und schönsten Palast. Das war offenbar also eine Zeit, wo der Sommer eine Person war. Ich möchte jetzt von er sprechen, weil es sprachlich Sinn ergibt. Dabei war natürlich kein er und er war auch keine sie. Es war ein S wie alle Feen. Und wir bleiben da also beim Bild eines stolzen, schönen Mannes, denn als solcher soll er sich herausgeputzt haben an dem Tag, mit ausgeformten Muskeln, weisem, warmem Blick, herrschaftlichen Antlitz und er wirft einen Blick zu Sophie. Also wir bleiben also bei dem Typen. Und die Gwydion luden also den Sommer ein und präsentierten stolz ihre goldgelben Weizenfelder, ihre mächtigen Bauwerke, ihre unerhörte großen Wälder, die Siedlungen der Feen und sogar die Siedlungen der Menschen, denn die Gwydion waren sehr verzweifelt in ihrer Präsentationslust. Und als sie alles gezeigt hatten, was ein Jahr dauerte, da sprach der große Gwydion selbst, also Papa quasi, ne? Wir sind dein Ebenbild, Sommer. Wir sind gerecht in einer Welt des Chaos. Wir sind schön wie die Sonne und mächtig wie ihr Strahl. Das Leben verdankt uns sowohl den Höhepunkt seiner selbst als auch seine besten Jahre. Und mit Recht sind wir ein stolzes Haus. Lass uns eins sein, solange der Sommer regiert in unseren Landen. So lange wollen wir herrschen und ihm zu Ehre gereichen. Wir wollen die Kunde seiner Macht in die Welt hinaustragen und dort, wo er immer herrscht, dort wollen wir uns niederlassen und pompöse Bauwerke errichten, auf dass jeder schon von Ferne sehe, wie glorreich er doch ist. Die Stimme war übrigens 1:1, genau so hat er gesprochen, der große Gwydion. Der Sommer aber lachte nur und seine Erwiderungen sollten die feinen Herren nie vergessen. Ihr zeigt mir eure Felder, die doch ich mit meinen Strahlen erst erwachsen ließ. Ihr zeigt mir eure Häuser und Schlösser, dabei hat Mensch und Fee erst unter meinem Glanz sie errichtet.
Ihr bietet mir ein Bündnis, um in Reiche vorzustoßen, die schon ganz mir gehören. Ihr seid Nutznießer, die in meinem Glanze strahlen. Hier in diesen Landen bin ich ein Viertel des Jahres der Herr, und mir ist gleich, ob es euer Haus oder das eines anderen Ski ist. So wie es dem Krokodil gleich ist, welcher Vogel die Reste aus seinem Gebiss pickt. Dort, wo ich das ganze Jahr herrsche, dort leben die Ober, und sie sind mir bessere Diener und Herrscher, als ihr es je sein könntet. Sie ehren mich und suchen nicht mit falschen Versprechen, mich zu betören. Sie sind eins mit dem Land und suchen nicht in fremde Reiche aufzubrechen, sondern suchen auf ihrem Boden für mich und alle Feen den Stolz. Und mit diesen Worten reißt also dann der Sommer ab. Und die Gwydion, man sagt ihnen nach, dass sie nicht nachtragend sind, dass sie gerecht sind, dass sie die besten Herrscher sind, weißt du, so von den Ski, die dafür geboren sein sollen, uns zu verwalten sollen, dass die geborensten sein, okay? So, aber als es Bersten kam, da flohen alle Ski wie Kinder vor dem Gewitter. Sie haben sich in Arkadien versteckt und ihre Vasallen und anderen Feen zum Sterben zurückgelassen, denn sie konnten nur vermuten, dass sie hier abkratzen. Aber die Ober blieben ihrem Land treu und wurden wie alle Feen hart von der Banalität getroffen. Sie haben sich halt versteckt. Und als die Ski wiederkamen mit der Mondlandung, da brachten sie einen Haufen Wissen zurück, weißt du? Die brachten Techniken und Zauberkräfte mit und haben jeden einzelnen Ober gefunden und von seinem Thron gestoßen. Unrechtmäßig. Und es gab halt keinen Sommer mehr in Gestalt, sondern noch Sommer als Konzept. Und da konnte sich nicht mehr dagegen wehren. Gegen diese Feigheit, weißt du? Das ist keine Geschichte, die du wiedergeben solltest. Aber ich glaube, sie erzählt dir sehr genau, wer die Ski sind. Und wer die Gwydion sind. Der Graf hier, hat man dir gesagt, ist ja ein Gwydion. Jetzt schon? Und jetzt bist du wieder dran. Ich hab dir eine Geschichte erzählt. Ja. Also. Welcher Kult war es denn nun? Also, der Sommer hat ein Jahr lang gewartet, nix gesagt, bis er die haben ihn ein Jahr lang rumgeführt, weil ihre Reiche halt schon immens waren. Das war ja zu einer Zeit, als Ausdehnung ein bisschen anders war, weißt du, als der Traum so. Ja, der wusste doch mit Sicherheit vorher schon, dass alles auf seine Kante gegangen ist. Ja, aber der wollte sich halt zeigen lassen, was sie ihm präsentieren. Das wäre ja auch unhöflich gewesen. Und der wollte sich das alles zeigen lassen. Das ist ja sein Reich, das hat er nicht jeden Tag gesehen. Er hat ganz schön Sitzfleisch gehabt, der Sommer. Das ist das, was du mitnimmst, dass er Sitzfleisch hatte? Er lässt den Kopf auf den Tisch fallen. Ich lache. Sophie. Schnaps. Bitte. Ich bin umgeben von Kretins und Winterfeen, von Schleimgezücht und Leuten, bitte? Die fragen, ob der auch genug Sitzfleisch hatte. Ich meine nicht dich, ich meine das Schleimgezücht unten. Ach so, das wird schon wieder. Was wird wieder? Sie stellt nebenbei eine Flasche, was hat sie denn überhaupt da? Irgendwas von nicht. Der Party noch, irgendwas. Vielleicht auch den Strafschnaps in der Küche. Der feine Strafschnaps. Was wieder wird? Das halt, was... Also ich zeig auf das Häufchen Elend. Rasmus. Ja? Bitte. Der Kult. Aber du meintest doch, das Geheimnis wäre... Ja, aber ich habe dir ja mein Herz ausgeschüttet und du hast es dann direkt in so eine Straßenrinne gekehrt. Ich bitte, welcher? Ist aber schon ziemlich persönlich. Aber man muss doch seine Persönlichkeit teilen, damit die Leute sie begutachten können und was daran verändern können und damit die sich erfreuen können an der Person, die du bist. Oder willst du so in dich gekehrt sein wie die da? Ich kann dir einen Tipp geben. Falls dir Monty Python was sagt. Und weiter. Kennst du Steinigung? Wirf den Burschen zu Boden. Ja, genau, dann darfst du jetzt mal nachdenken.
Ich hasse dich. So schlimm ist das nicht. Moment, du meinst überhaupt keinen Kult, du meinst so ein... Blub. Das finde ich auch. Armer Junge. Es ist nicht so spät einem Gegenkult beizutreten. Ich würde dir raten, das ist kein Kult, aber das ist tatsächlich eine Gemeinschaft von Feen, die natürlich den Neueren hilft, die prachtvoll ist und stolz und die arbeitsam und fleißig, aber dennoch sich auch es gut gehen lassen kann. Der Hof des Sommers steht den Leuten offen, wenn sie kommen. Bewirb dich, also es ist keine Bewerbung, aber stell dich vor, sobald du halt deinen Namen hast und finde so viel Freude wie sonst nirgends. Oder meinst du nicht gerade, der Hof des Sommers ist auch das mit diesem hier, wie heißt der, Gwedien? Na, das gibt, pass auf, die Ski-Adelshäuser sind halt Familien im Wesentlichen. Und die ordnen sich meist einem Hof zu, aber es gibt halt immer eine ganze Menge Ausreißer. Aber der Hof des Sommers ist so viel mehr. Und das wird nicht von einem Ski verwaltet. Direkt. Das ist halt einfach eine Gemeinschaft, weißt du? Das ist einfach viele Leute, die sich zusammengefunden haben, weil sie die Strahlen der Sonne erblicken und sich daran erfreuen und weil sie erkennen, dass die Strahlen der Sonne das Leben sind. Also das ist kein Adelshof direkt, das ist auch kein Haus, das ist einfach eine Gemeinschaft, weißt du, um sich gegen die bittere, kalte Banalität draußen zu verteidigen. Sophia hat immer mal wieder so hin und her geguckt zwischen den beiden. Hast du nicht hinter seinem Rücken Grimassen geschnitten? Nee. Okay. Noch einmal Schnaps. Ich hab woanders auch noch mehr, glaube ich. Jetzt vernebel dem armen Rasmus mal nicht den Kopf. Das sind hier wichtige Eindrücke. Dafür bräuchte ich keinen Schnaps. Ist Peter eigentlich zwischendurch rausgeflogen und ich habe es noch nicht gemerkt? Ich bin behindert. Ah! Ich drücke die ganze Zeit Zirkumflex, obwohl ich mein Dings auf Alt umgelegt habe. Alter, Vater. Dumm. Ich möchte mich aber lieber als geistig eingeschränkt identifizieren. Okay. Ich identifiziere dich jetzt, was du möchtest, machen die anderen auch. Kognitiv zu früh abgebogen. Genau. Was wolltest du uns denn mitteilen? Nee, danke. Was den Schnaps angeht, gewisse Vögel hier haben mir gezwitschert, das ist am Anfang vielleicht keine gute Idee. Wenn, dann fange ich irgendwie mal mit einem Bierchen an. Aber das will ich dir jetzt nicht hier irgendwie aus dem Kreuz leiern. Das habe ich, glaube ich, auch nicht da. Siehst du? Ist gar nichts da zum aus dem Kreuz leiern. Doch, von irgendeiner Fete habe ich noch eine Menge Kram. Ich weiß aber nicht mehr wo. Entweder habe ich das in irgendeinem Küchenschrank verstaut. Oder David hat das in irgendeinem Küchenschrank verstaut. Oder es ist woanders. Ja, ich habe unten auch noch welches. Ja, aber danke für das Gespräch. Wie geht's deiner Spinne? Achso, ja, gut, denke ich. Also sie ist ein bisschen schüchtern, kommt in letzter Zeit nicht so oft raus, aber ich glaube, da unten gefällt's ihr ganz gut. Und deinem toten Kind? Entschuldigt mich bitte, das klingt nach etwas, wo ich nicht hingehöre. Aber du, Rasmus, du wirst sicherlich bald den Drang verspüren, zum Hof des Sommers zu kommen und dich vorzustellen. Sobald du deinen Namen hast, sag Bescheid. Er hört das gerade sofort nicht zu. Er steht dann auf, nickt euch kurz zu und geht. Was hast du gesagt? Bist du jetzt länger weg, oder? Na, ich bin in der Stadt. Ach so. Dann schließt er die Tür hinter sich. Was habe ich gesagt? Ich glaube, ich sollte wieder gehen. Habe ich was? Was habe ich gesagt?
ist nicht so wichtig. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich steh auf und geh. Und auf diese wohlige Note machen wir erstmal 5 Minuten Pause, Kinder. Sehr gut. Okay.